Ich bin Safi Nidjai und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das noch sehr wenig bekannt ist. Ich nenne es Fremdgefühle und habe es beschrieben in meinem neuesten Buch, Das befreite Herz, das ich hiermit auch gleich vorstelle. Das Thema Fremdgefühle. In fast all unseren Problemen, die uns so beschäftigen, Lebensproblemen, Beziehungsproblemen, Existenzproblemen und so weiter, spielen ja Gefühle die zentrale Rolle. Also im Allgemeinen denken wir, dass die Tatsachen, die Umstände und die anderen Menschen in der Verursachung unserer Probleme eine Rolle spielen. Aber wenn wir natürlich tiefer hinschauen, dann sehen wir, dass unsere Gefühle dabei eine zentrale Rolle spielen und dass es alles verändert, wenn wir aus der Identifikation mit unseren Gefühlen aufwachen und sie stattdessen anschauen. Das ist ein Prozess, den ich in vielen Büchern geschildert habe, wie man das macht. Die Methode dazu ist die körperzentrierte Herzensarbeit. Und seit einiger Zeit beobachte ich, dass zu den Gefühlen, mit denen wir uns fälschlich identifizieren, und die an der Wurzel unserer Probleme sind, teilweise auch Gefühle gehören, die gar nicht zu uns gehören, sondern die wir von einem Menschen übernommen haben. Das ist eine sehr merkwürdige Sache und im Laufe der letzten Zeit beobachte ich das immer mehr, dass wir eigentlich alle Fremdgefühle in uns tragen, die uns beherrschen. Und wir wissen überhaupt nicht, dass diese Gefühle nicht uns gehören. So, wie kommt das zustande? Wir haben zum Beispiel als kleines Kind erlebt, dass unserer Mutter ständig schlecht ging, beispielsweise, dass sie ganz viel gelitten hat, dass sie sich oft sehr elend gefühlt hat. Und vielleicht haben wir uns dann schuldig gefühlt, wenn wir glücklich waren und fröhlich und haben dann einen Teil von ihrem Leid übernommen und sozusagen aufgebürdet, aufgeladen, um uns nicht schuldig fühlen zu müssen. Und jetzt führt das dazu, dass wir im Laufe unseres Lebens immer wieder uns zu viel aufbürden, uns zu viel aufbürden lassen und eigentlich irgendwie immer leiden. Und eines Tages kommen wir vielleicht drauf, dass das eigentlich ganz ähnlich ist wie das Leid unserer Mutter. Und dass es möglicherweise nicht nur ähnlich ist wie das Leid unserer Mutter, sondern dass es identisch ist mit diesem Leid. Und dass wir eigentlich ihr Leid uns aufgebürdet haben. So, in der körperzentrierten Herzensarbeit, die Methode, die ich entwickelt habe und mit der ich arbeite, in der körperzentrierten Herzensarbeit passiert das oft an einem Punkt, wo man sich ein Problem angeschaut hat, wo man vielleicht durch verschiedene Schichten von Gefühlen, die dabei aufgetaucht sind, hindurchgestoßen ist und wo man plötzlich merkt, ich mache eigentlich alles richtig. Ich atme, ich fühle, ich spüre, ich nehme die Körperempfindung wahr, die dazugehört. Ich mache mein Herz auf dafür und trotzdem ändert sich nichts. Und das Problem bleibt, wie es ist und ich bleibe da irgendwie hängen. Und die Umstände bleiben auch, wie sie sind. Und das ist oft der Moment, wo einem die Idee kommt, Mensch, ist denn das überhaupt mein Gefühl oder ist das überhaupt meine Problematik, an der ich da knacke? Und dann taucht oft so ein Verdacht auf oder ein Bild auf, eine Idee auf, von wem man das denn übernommen haben könnte. Meistens natürlich von der Mutter oder vom Vater oder von anderen nahestehenden Angehörigen. Manchmal aber auch vom eigenen Partner oder beispielsweise von verstorbenen Großeltern. Großmutter, Großvater hat einem vielleicht sehr nahe gestanden oder man hat sich mit dieser Person identifiziert oder verstorbene Geschwister oder so. Und ich habe entdeckt, dass es eigentlich ganz leicht ist, sich zu befreien von der Identifikation mit diesen Gefühlen. Erstmal geht es genauso, wie wenn man sich von der Identifikation mit eigenen Gefühlen befreit, nämlich man muss sie bewusst wahrnehmen. Man muss sie fühlen und das heißt, man muss sie auch im Körper spüren. Man muss den Ort entdecken, an dem sie im Körper sozusagen gespeichert sind und muss sie dort berühren, indem man da hingeht, sie spürt mit dem Atem. Und dann kann man sich eigentlich die Person vorstellen, von der man es übernommen hat oder von der man meint, es übernommen zu haben und sagen, du, ich habe hier beispielsweise dieses Leid von dir. Ich vermute, dass ich es von dir übernommen habe und ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich es dir zurückgebe. Und während ich mir das ausmale, das vorstelle,
achte ich darauf, was in mir passiert, was in meinem Körper passiert und wie ich mich dann fühle. Um im Beispiel vom Anfang zu bleiben, ich stelle mir also vor, dass ich meiner Mutter dieses Leid zurückgebe und in dem Moment, wo ich das visualisiere, merke ich, oh, da fühle ich mich schuldig, das geht nicht. Das heißt, durch diese Vorstellung ist mein eigenes Gefühl aufgetaucht. Das Gefühl, das eigentlich der Grund dafür ist, dass ich mir das Fremde aufgepackt habe. Und dann schaue ich mir mein eigenes Gefühl an, das Schuldgefühl, mache mein Herz dafür auf. Und im Allgemeinen ist es dann ganz leicht, sich von der Identifikation mit dem fremden Gefühl zu lösen. So dass es in Kurzform, aber sehr, sehr ultra Kurzform, die Technik, die ich natürlich ausführlicher dann in dem Buch geschildert habe, das befreite Herz. Und wie merkt man jetzt, dass ein Gefühl, was man hat, fremd ist, dass es einem nicht gehört? Zunächst mal ist es wichtig, dass man das überhaupt mal gehört hat oder gelesen hat, dass es so eine Möglichkeit gibt, dass es sowas überhaupt gibt. Weil meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo das einmal im Bewusstsein aufgetaucht ist, diese Idee, Fremdgefühle, fällt einem das dann im richtigen Moment ein, nämlich genau dann, wenn diese Erkenntnis gebraucht wird. Das heißt, du bist gerade von einem Gefühl überwältigt beispielsweise, ob du jetzt Herzensarbeit machst oder nicht, du bist in einer schlimmen Situation, du bist von einem Gefühl überwältigt und plötzlich fällt dir ein, Mensch, das ist vielleicht gar nicht mein Gefühl, das ist das Gefühl von meinem Vater oder von meinem Bruder oder wem auch immer. Und wenn dir das einfällt, also ist die halbe Arbeit schon getan, weil eigentlich geht es gar nicht darum, es zurückzugeben, sondern eigentlich geht es darum zu erkennen, dies ist ein Gefühl erstens und zweitens, es ist nicht mein Gefühl. So eigentlich, es muss gar nicht in mein Herz, es gehört in das Herz dieser anderen Person. Und durch diese Erkenntnis rückt es sich innerlich bei mir zurecht und die Identifikation mit diesem Gefühl fällt von mir ab. Aber sich vorzustellen, es zurückzugeben, ist noch wirksamer, weil dann hat man die Chance, das eigene Gefühl zu entdecken. Wie gesagt, aus dem heraus man das fremde Gefühl übernommen hat. Das heißt, ich stelle mir vor, ich gebe es zurück und achte dann darauf, wie ich mich fühle. Und dann taucht vielleicht auf, erleichtert. Ich fühle mich erleichtert. Es kann aber auch sein, dass eben auftaucht, ich fühle mich dann schuldig oder ich habe dann Angst, diese Person zu verlieren. Oder es taucht auf Mitleid. Ich denke, die Person ist zu schwach dafür, die kann es nicht tragen, ich muss es für sie mittragen und so weiter. So, das heißt, das eigene Gefühl taucht auf und dann ist es ganz wichtig, sein Herz aufzumachen für dieses eigene Gefühl. Und in dem Moment geschieht eigentlich die gesunde Abgrenzung, nämlich ich fühle meins und ich lasse deins bei dir.